I found a few locations for better near you. Okay, Google. Better you. Stop. Hey. Sure, cancel. Okay, Google. Wetter. Momentan ist es in Modesto bewölkt bei 13 Grad. Heute wird es überwiegend bewölkt bei Temperaturen zwischen 6 und 16 Grad. So, heute Morgen hatte ich wieder Laubbläser. Obwohl es irgendwie geregnet hat, ist irgendwie feucht. Bitcoin knapp bei 55.000. Ja. Und ich muss zu Kohl's und zu 5 Dick Sporting Goods. Ja, ansonsten keine großen Pläne. Wieder frei, nichts arbeiten heute. Morgen, am Samstag und Sonntag aber. Ja, der Eric hat's geschafft. Ich weiß nicht wie, aber er hat's geschafft. Und der Mitchell wahrscheinlich auch. So. Kaffee. So, mittlerweile kurz nach 12. Wir fahren jetzt mal los zu Kohl's. Da gibt's immer so einen 5-Dollar Geburtstagsgutschein. Weit im Vorfeld des Geburtstags. Und dann verfällt dann am Geburtstag. Also habe ich mir ein paar Socken bestellt. Die holen wir ab. Dann habe ich gesehen, dass dann runtergesetzt von $30 auf $15, also ist trotzdem Schrott, so ein Massagegerät. Das kann man sich drauflegen, beziehungsweise kann man auch im Nackenbereich an den Fahrersitz im Auto befestigen. Das checke ich einfach mal aus. Man kann das innerhalb von 90 Tagen einfach zurückgeben. Und das hat so einen Autostecker, weißt du? Und das werde ich einfach mal ausprobieren, denn mein Nacken bringt mich immer um auf dem Weg nach Hause. Und wenn ich dann auf dem Weg nach Hause eine Stunde so eine Massage, und einige Reviews sind ganz gut. Natürlich auch Reviews dabei bei dem Produkt, wo die sagen, ey, es fällt nach 10-mal Benutzen auseinander, aber dann gebe ich es halt einfach zurück. So, das holen wir ab. Dann zu PetSmart, mal gucken. Und eventuell Lebensmittel. Auf geht's. Mittlerweile ist die Sonne rausgekommen. Wir haben es finally geschafft hier, dass so eine Zitronella endlich mal Wurzeln fasst. Also wir haben da so viele Versuche starten müssen, dass die Wurzeln bekommen. So ja, der Salat hier, der wächst ziemlich geil. Die auch. Der wird ja ständig geerntet. Ja, hier, Stepp. Wirklich viele, viele Schische sind gestorben. Also von den 300, die ich da mal reingetan habe, sind wahrscheinlich höchstens maximal noch 100 übrig. Die kommen hier in die Blumenerde. Und die Leanne meint, die Blumen lieben diesen natürlichen Fertilizer. Ja gut. Dann haben sie wenigstens einen Purpose. Ich habe die ja eben vom Tod gerettet, von daher ist es nicht so schlimm. So, jetzt geht's los, bevor der Verkehr noch mehr zunimmt. Ja, verstehe ich nicht, warum die Fische sterben. Das Ding, das war ja auch ursprünglich eigentlich dazu gedacht, Köderfische zu peltern. Aber die sind halt nie so groß geworden, wie ich dachte. Ja, der Kolibri, der wartet schon wieder, dass er sich hier verschwindet, dass er weiter naschen kann. So, auf geht's. So, mein kleines Geburtstagsgeschenk. Da muss ich natürlich noch was zuzahlen, ist ja klar. Socks abgeholt beim Kohl's. Und da bin ich mal gespannt, dieses Massage-Pillow. Kostet normalerweise $29. Und im Geschäft war es auch für $29 ausgeschrieben. Da musste ich einen Angestellten zu Hilfe bitten, der dann nochmal den Deal of the Day nachgeguckt hat. Und da habe ich tatsächlich $15 bekommen. Da habe ich erst gedacht, oh, das wird nichts, aber dann doch $15. Sehr gut. So, jetzt fahren wir noch zu den Tiergeschäften, mal gucken. Und dann eventuell noch zu Grocery Outlet. Dann sind wir durch. Langsam wird es warm. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Sonne langsam ziemlich intensiv wird, wenn man sich der aussetzt. Aber 19 Grad im Schatten plus Sonne, ziemlich warm. So, bevor wir dahin gezogen sind, wo wir gerade wohnen, haben wir hier in den Teil von Modesto gewohnt. Und die ganze Wohngegend hier. Und die ist riesig. Hat nicht existiert. Hier war eine große Wiese. Und das haben die innerhalb von 2 Jahren hochgezogen. Hier bauen sie immer noch. Aber immer die ganzen Häuser hier. Nagelneu. Und komplett bezogen bereits. Da hinten bauen sie auch noch. Aber ja, alles was hier steht, da war eine Wiese.
aber ein Feld. Ja, eine Wiese. So, wir sind hier bei PetSmart und wir haben uns fast überlegt, warum holen wir uns nicht einfach mal so einen Long-Tailed Lizard. Dann haben wir wenigstens einen Bewohner im größeren Terrarium. Kostet 9 Dollar. Ja, also wenn eine... Ich finde den hier gerade nicht. Aber ich glaube, dann da packen wir uns mal einen ein. Experience Level Beginner. Das ist perfekt. Also, holen wir uns mal einen von diesen Angestellten ran. Und dann soll er uns das Ding mal zeigen. Oh. So, wir waren einfach nur blind. Da oben in der Ecke sitzt er. Ich weiß nicht, ob man sehen kann durch die Kamera. Und den nehmen wir mit. Super gut. So, wir haben ein neues Haustier. Und zwar ein Langschwanz-Lizard. Oder wie auch immer, Eidechse. Hier sitzt sie. Und die kommt ins größere Terrarium. Ah, die verträgt es wahrscheinlich auch mit Frosch. Wenn der Frosch dann mal reinkommen sollte, wenn wir dann die Gottesanbeterin ausbrüten. So, ein bisschen Papierkram war auszufüllen. Heißt, wir müssten dann halt unterschreiben, dass wir uns bewusst sind, dass die Krankheiten übertragen können und so Quatsch. So, ja, jetzt haben wir ein neues Haustier. Mit den Mehlwürmern für 3 Dollar oder 5 Dollar. Für 12 Dollar. Das Ding, das war nicht teuer, 9 Dollar. So, jetzt kommt es zu Hause ins Terrarium. Dann hat das größere Terrarium auch mal einen Bewohner. Ich bin mal gespannt, wie wohl es sich fühlt. Aber es müsste eigentlich okay sein. Auf geht's nach Hause. Nochmal kurz Grocery Outlet. So, kurz vor 3, wir sind endlich durch. Bei Winko war der Teufel los. Aber jetzt sind wir durch. Alles bekommen. Auch fürs heutige Abendessen. Apfelsaft haben wir vergessen. Mist. No. Der kleine Mann hier. Ja. Und wartet auf sein neues Zuhause. Aber jetzt müssen wir los. So, wir sind wieder zu Hause. Ich werde auf jeden Fall dieses Massagegerät jetzt direkt mal ausprobieren und unser neuer Langschwanz Lizard, was ja glaube ich nichts anderes als ein Salamander. Die werden bis 30 cm groß. Ja, aber das 10-Gallon Tank, also hier unser Terrarium, sollte perfekt dafür sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Es will jeden Tag gefüttert werden, Mehlwürmer oder Crickets. Wir haben alles, von daher. Ich bin mal gespannt. Wenn er in den nächsten 2 Wochen krank wird, können wir den zurückgeben. Kriegen wir Geld wieder oder einen anderen. So, you can also put him in from above. So, es ist Zeit, dass unser Terrarium einen Bewohner bekommt. Ich bin mal gespannt. Die sind können ganz schön flitzen. Lernen das schafft. Oh, he's a little bit greenish. Oh, there he is. Hi, Bunny. Ja, die haben einen ganz schön langen Schwanz. So, der muss jetzt erstmal ein bisschen zurechtfinden. Der wird sich wahrscheinlich erstmal umgucken. Und dann kriegt er nachher mal was zu fressen. Bin gespannt, ob der sich da wohl fühlt. So, wir haben dem Frosch gerade einen Mehlwurm gefüttert. Der isst die Mehlwürmer auch. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, wie leicht oder schwierig es denn ist, Mehlwürmer zu züchten. Das ist relativ einfach. So ein Breeding-Setup, das ist einfach nur 3 Layer, Stufen. Beetles, Würmer und Eggs. Ja, habe ich mir von der Lien zu Bogen Geburtstag gewünscht, einfach mal so ein Setup. Das kann man sich selber basteln aus Dollar General Sachen, also super billig. Ich glaube für 5, 6 Dollar ist man schon dabei. Passt. So, die Eidechse, Langschwanz-Eidechse oder wie auch immer, Longtail Lizard, hat sich genau da verkrochen, wie im Geschäft auch. Oh no, er hat sich bewegt. Ja, genau. Und zwar oben in der Rinne. Das ist natürlich jetzt nicht so ideal. Aber ich hoffe, der kommt später runter, um gefüttert zu werden. Also wir werden dem mal Mehlwürmer heute geben in so einer extra Schale. Die soll man dann entfernen, nachdem satt ist. Ich bin mal gespannt, ob das Tier runterkommt und Mehlwürmer frisst. Also dieses Massagegerät, das habe ich ja heute zugelegt. Normalerweise 30 Dollar. Für 15 habe ich es bekommen. Ich habe das benutzt hier. Man
ja, man liegt da halt schon ein bisschen drauf, sodass der Motor schon ein bisschen runter dreht. Aber ja, die Schmerzen sind jetzt nicht komplett weg, aber es ist entspannt auf jeden Fall. Na, ich habe das um die 2 Stunden benutzt. Tot. Während des Benutzens plötzlich aus, riecht ein bisschen überhitzt und ja, kaputt. So, ich habe mit dem Tourtypen gesprochen, mit dem ich morgen früh 11 Uhr fliegen soll. Das Wetter ist noch nicht vorherzusehen. Muss ich morgen früh nochmal checken und den dann anrufen. So, lecker Abendessen ist angesagt. Nudeln mit Shrimp-Sahnesoße. Und als die Lehren wieder kam vom Sonnenuntergang fotografieren, der nicht so gut war, hat sie den Lizard im Terrarium nicht mehr finden können. Und ich habe auch geguckt, nicht stundenlang, aber eine gewisse Zeit, weg. Keine Ahnung. So stupid. Boah, war das lecker. Ein bisschen wenig Pasta, aber ein Glück war nicht mehr da, denn ich bin rappelvoll. Der restlichen Reis von gestern wurde auch noch aufgewärmt. Habe ich auch noch gegessen. Boah, war das lecker. Diese Shrimps und diese Soße. Perfekt. Und die sind gerade im Angebot, weil Fastenzeit ist. Wusste ich gar nicht mehr. Fastengarten. Ja. So, Lia ist trainieren gegangen. Und hat vorher noch unseren neuen Bewohner gefunden. So. Und hat auch die Lichtlampe durch eine Wärmelampe ersetzt von dem kleinen Terrarium. Sieht jetzt alles ein bisschen dunkler aus hier, aber die Temperatur ist von 60 auf 80 Grad Fahrenheit hoch. Und ja. Ja, ich sehe es schon wieder nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir auch eine Schale Mehlwürmer reingetan, beziehungsweise einen Mehlwurm. Das hat der entweder noch nicht gecheckt oder hat halt keinen Hunger, will nicht fressen, wie auch immer. Naja, ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Nachdem die Sehne vom Trainieren wieder da ist, wollen wir eigentlich noch Orangen holen. Mal gucken, ob das noch was wird, denn wir haben schon gleich 10 Uhr schon wieder. Schon kurz vor 11 und es scheint in letzter Zeit, und es ist auch gerade, ziemlich windig, was dazu geführt hat, dass hier so viele Orangen auf dem Boden liegen. Man sieht es wahrscheinlich mit dem Wind. Nicht so, aber die liegen überall rum. Naja, die sind auf jeden Fall nichts mehr, die hier rumliegen. Da muss man nur aufpassen, ob es da nicht reintritt. Boah, das war ganz schön kalt und windig. Aber wir sind wieder daheim. Wir haben 3 Kisten. Jan schleppt die letzte rein. Der süßesten Orangen, der wir, glaube ich, je hatten. Also die duften das ganze Auto und hier duftet es jetzt auch bereits schon. Sehr spät haben wir diesmal gepflückt. Lohnt sich kaum. Man kann die zurzeit kaufen. How much? 49? 49 Cent. Ja, um die 50 Cent pro Pfund kann man die auch kaufen eigentlich. Aber die sind halt nicht so super frisch gepflückt. Und die sind auf jeden Fall so süß, wenn die so ähnlich sind wie letzten Mal. Und die müssen sie ja. Ist der gleiche Baum. Mal gucken, ob ich da morgen noch Zeit habe, die zu pressen. Wahrscheinlich nicht. Muss die leeren machen.